Im letzten Video haben wir uns psychoanalytisch mit John und Joseph aus der soziopathischen Familie Seed beschäftigt. Und dank der lieben Kommentare von Crazy Kachinka und Fairy of Something gibt's ja nun auch den zweiten Teil, in dem wir Faith, die Sirene und Jacob, den Soldaten, mal richtig rannehmen. Also psychologisch natürlich. Die Patientin wuchs unter schrecklichen Bedingungen auf. In ihrem sozialen Umfeld erfuhr sie ausnahmslos Ablehnung und wurde zudem von ihren Eltern emotional vernachlässigt und schlecht behandelt. Nach langen Gesprächen mit der Patientin kam zum Vorschein, dass sie ebenfalls mehrfach Opfer von sexuellem Missbrauch und Vergewaltigungen wurde. Dies hat die Patientin sehr bestürzt und traumatisiert, worauf sie eine Depression entwickelte und diese sich durch ihre erlebte Einsamkeit verstärkte. Sie wusste sich aus ihrer Aussichtslosigkeit nicht weiterzuhelfen und wandte sich zum Trost dem Drogenkonsum zu. Aber die Dinge veränderten sich, als sie von Eden's Gate erfuhr. Sie berichtet, Akzeptanz und Struktur in der Sekte gefunden zu haben und agiert darin seither als sogenannte Sirene, die sich dafür einsetzt, die Sektenmitglieder gefügig zu machen. Sie berichtete weiterhin, durch den Einfluss von Joseph den Kampf gegen die Drogen gewonnen zu haben, doch geben inoffizielle Informationen den Hinweis darauf, dass sie bereits mit 17 Jahren vom Sektenführer mit Bliss betäubt und ihr gedroht wurde. Die Patientin wird von Einsamkeit und Trauer gequält. Aus Angst, alleine zu sein, schließt sich die Patientin der Sekte an und manipuliert deren Mitglieder und macht sie gefügig. Trotz der Qualen, die sie neben der Vergewaltigung im frühen Jugendalter nun auch in Form von Drohungen und Gewalt in der Sekte erlebt, idealisiert die Patientin die Beziehung zu John und seinen Anhängern. Sie sucht nach ihrer zahlreich widerfahrenen Pein im Leben nun endlich ihren Platz in der Welt. Die Symptome des selbstverletzenden Verhaltens der Patientin durch Drogen und ihr chronisch innewohnendes Gefühl der Leere weisen auf folgende psychische Störungen hin. F32.2 – schwere depressive Episode sowie F60.3.1 – emotional instabile Persönlichkeitsstörung Typ Borderliner. So, von einer traurigen Geschichte und einer eigentlich zarten, bemitleidenswerten Seele, die in Faith ruht, kommen wir nun zu einer viel dunkleren Seele, nämlich... Hey, was soll... Okay, was soll das jetzt? Kann mal wer... Ja, ach, ist mir doch egal. Jacobs Lebensgeschichte ist von aggressiven, rebellischen und dramatischen Erfahrungen geprägt. Kein Wunder also, dass der Patient bereits in seiner Kindheit rebellisch war und häufig mit dem Gesetz in Konflikt kam. So hat der Patient nämlich auch die Farm seiner Pflegeeltern angezündet, woraufhin er in den Strafvollzug kam. Trotz alledem hat Jacob hervorragende Führungsqualitäten, großen Mut und ein außergewöhnliches Ehrgefühl, was ihn nach Absitzen seiner Gefängnisstrafe zur Armee geführt hat. Doch die Einsätze wie im Irak oder Afghanistan haben ihn kalt und stumpfsinnig werden lassen. In einer militärischen Operation wurde er zusammen mit seinem Freund von seiner Einheit getrennt und war 200 Kilometer von seiner Basis entfernt. Um den langen Marsch zu überleben, tötete er seinen besten Freund, um sich von seinem Fleisch zu ernähren, sodass sein Überleben gesichert war. Berichten zufolge litt Jacob früher unter einer posttraumatischen Belastungsstörung. Aufgrund dessen wurde er aus dem Militär entlassen und landete in einem Obdachlosenheim, wo er von Joseph, den Sektenführer, aufgegriffen wurde. Seine Mission und Leidenschaft in der Sekte bestand darin, jeden zu fangen und zu quälen, der Widerstand leistete. Er übernahm die Kampfausbildung der Sektenmitglieder und war verantwortlich für die Sicherheitsoperation von Eden's Gate. Außerdem richtet er auch Tiere zu blutrünstigen Bestien ab und betreibt mittels klassischer Konditionierung Gehirnwäsche an seinen Versuchspersonen. Der Patient missachtet seit seiner Kindheit soziale Verpflichtungen, Regeln sowie Gesetze und ist von Herzlosigkeit geprägt. Unter dem Deckmantel seiner Verantwortlichkeit über die Sicherheiten der Sekte rationalisiert er seine Aggressionen, Kaltblütigkeit und Brutalität und ihm fehlt es komplett an Reue und Verantwortungsgefühl. Außerdem ist der Patient von starker Selbstbezogenheit und Rücksichtslosigkeit geprägt. Zusammen mit seinem fehlenden Schuldbewusstsein, der hohen Reizbarkeit und seiner Vorgeschichte erhält der Patient die Diagnosen F60.2 – dissoziale Persönlichkeitsstörung sowie F43.1 – posttraumatische Belastungsstörung. So, das war nun der Rest der Familie Seed und wenn ihr den ersten Teil verpasst habt, könnt ihr ihn hier irgendwo in der Endcard ja gerne nachholen. Und lasst mich aber vorher wissen, wie euch das Video gefallen hat und schreibt mir auch mal unten in die Kommentare, wen ich denn eurer Meinung nach mal analysieren könnte. Aktuelle Vorschläge sind Kratos von God of War oder der Kudo Fischkopf. Für wen seid ihr?
Lasst es mich unten in den Kommentaren wissen und bis dahin wünsche ich euch einfach einen wunderschönen guten Tag. Haut drin, macht's gut und tschüss.